So, ein herzliches Willkommen zu einem neuen kleinen Stream. Heute spielen wir, wie man vielleicht hier im Hintergrund leicht sehen kann, im Menü, The Exit 8. Anscheinend, ich habe das Spiel gerade erst gestartet und anscheinend spawnt man direkt schon ins Spiel. Es gibt kein Hauptmenü oder so. Ich wollte noch mal kurz vorher mir alles angucken, was es hier gibt. Kamera Shake. Borderless. Window. Ja, wir können hier Borderless spielen. Framerate. Limit bei 60. Ja, lassen wir bei 60. V-Sync an. Motion Blur an. Motion Blur schalte ich aus. Und V-Sync können wir, glaube ich, anlassen. Genau, und wir starten hier direkt ins Spiel. Ich wollte noch mal kurz gucken. Graphics High. Können wir ein bisschen runterstellen. Ich habe eigentlich nur einmal geklickt. Ich wollte auf Medium und Audio passt so. Genau. Sonst passt, glaube ich, alles. Framerate Limit bei 60 FPS. Wir sync an. Ja, lassen wir es mal an. Ja, das passt alles auch. Kamera Shaking. Ich weiß nicht, was das genau meint, aber ich mache das mal aus. Ich hasse es, wenn so das Bild so shaked. Deswegen lasse ich das jetzt mal auf 0. Und Englisch, ja, Deutsch gibt es glaube ich nicht. Es gibt nur Japanisch und Englisch, also passt das so. Gut. Ja, das ist ein Mann, der hier spazieren geht. Genau, hier kommen wir dann zurück, aber wir wollen ja einen Ausgang suchen. Ich finde es interessant, dass es keine Erklärung oder so gibt. Wir haben hier auf jeden Fall No Smoking Schild. Mhm. Aber ich weiß auf jeden Fall, wir müssen gucken. Es ist halt so wie in... Oh, wie hieß das Spiel? Warte kurz. Gucke ich mal kurz auf Steam. Denn... ich habe... Genau. I'm on Observation Duty. Es ist halt so ähnlich wie I'm on Observation Duty. Wir haben hier diesen einen Raum, der wird hier immer wieder geloopt und wir müssen halt gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Wenn ja, glaube ich, müssen wir zurückgehen und wenn nein, können wir weiter geradeaus gehen. Ich glaube, so ist das. Und irgendwann, wenn wir richtig liegen immer, kommen wir dann irgendwann aus dem U-Bahn-Untergrund. Ich glaube, das soll ein U-Bahn-Untergrund sein, also so japanische Subway-Untergrund. Und wir gucken uns erstmal hier alles an. Also wir haben hier ein No-Smoking-Schild, ne? Stiel ist blau, dann weiß-rot mit zwei Dampfstrichen, ein Verbotszeichen, No-Smoking und halt eine Kanji-Schrift. Wahrscheinlich steht da auch No-Smoking. Dann haben wir With a Smile. Mhm. Sieht aus wie für eine Zahnarztpraxis. Dental Clinic, ja. Open at 8:08. Mhm. Von 9 bis 13 Uhr, von 14:30 bis 18:30. Ah ja. Mhm. Ich werde mir das eh alles nicht merken, aber wir können ja trotzdem mal gucken. Wir gucken mal, wie lange wir das spielen. Wahrscheinlich so eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Mal gucken. Und vielleicht spielen wir danach noch was anderes. Ob ich dann noch Lust habe auf was. Dann spielen wir vielleicht, keine Ahnung, bisschen Valorant, Overwatch, vielleicht auch League of Legends. Mal gucken. Vielleicht TFT. Genau. Hier ist ein... Leider habe ich den Mann jetzt nicht so richtig angucken können, weil, Vielleicht ist besser, wenn wir... vielleicht ist besser, wenn wir kurz das Spiel neu starten. Damit wir auch von Anfang an drin sind, ne? Hallo, frohes Neues. Viel Glück beim Ausgang finden. Dankeschön, Zucker77. Und dir auch ein frohes Neues. Genau, da ist der Mann, den gucken wir zuerst an, weil der nicht stehen bleibt.
Er hat 1, 2, 3, 4, 5 Knöpfe. Sein Gesichtsausdruck ist sehr okay. Er hat eine schwarze Tasche und ein Smartphone in der Hand. Hat einen kleinen Schnauzer. Und nicht mehr so ein volles Haar. Genau, hier Open, 8.8. Von 9 bis 13, von 14.30 bis Dings. Hier ist ein Store Shop Plakat. 10 bis 18, 18 bis 22. BLC Store. Hier ist ein Hundesalon Store Dingsbums Plakat. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Hunde Salon Plakat, genau. New Open. 19.12.2023. Das ist gar nicht mal so lange her. Krass. Ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel eigentlich ist. Da ist ein süßer kleiner Wuffi. Der sieht aus wie der Hund von Revi, Akani. So ein bisschen. Price. Dog Saloon. Sui. Ja, die Preise 5.000 Yen oder 3.000 Yen. Leider kann ich nicht lesen, wofür das ist. Was steht hier? Kann ich auch irgendwie crouchen? Gibt es hier irgendwie... Ne, okay. Ich wollte gucken, ob es hier Steuerung gibt, aber ich glaube, crouchen kann man nicht. C vielleicht? Ne. Von 9 bis 19 hat das offen. Okay, was das ist, weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall viele Menschen. Da werde ich auf jeden Fall. Es ist ein. Wo ist. Wie heißt der Typ? Shit, ich habe seinen Namen vergessen. Wo ist Waldo oder so? Willi? Woldo? Wolk. Ja, keine Ahnung, wie der hieß. Wenn. Ich glaube, so sah er ungefähr aus. Nur mit einem weißen Shirt, glaube ich. Make-up Art. Foto Exhibition 2023. Freitag, 15.12. bis Sonntag, 17.12. Von 10 bis 18 Uhr. Da oben ist normal und unten ist schwarz-weiß. Okay. MooFest. 10.10. 3.000 Yen. Wahrscheinlich Eintritt. Okay, da ist ein V-Logo in der Mitte. Rot. Links ist so ein DJ. Blau. Und das ist so gelb-grün mit so coolen Effekten und ein Typ mit einer Gitarre. www.palipico.com werde ich mir eh nicht merken. Security Camera in Operation. Okay. Gut. Gucken wir uns das mal an. Aha, hier ist noch so ein No Smoking. Okay, es gibt zwei No Smokings. Eine Kamera, zweite Kamera, dritte Kamera. Okay, wir haben drei Kameras. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lichter. Und so ein Neonschild, was vorne gelb leuchtet und hinten weiß. Hier haben wir noch so Feuerdings, Feuerlöscher und Feuermelder, Feueralarm. Hier haben wir noch Keep Left. Okay. Okay, wir haben hier wieder. Okay, hier sieht alles gleich aus. Gucken wir uns erstmal den Typen an. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Knöpfe. Er hat sein Smartphone in der Hand. Er hat seine Tasche in der Hand. Er hat einen Schnauzer. Na, guck mal, man kann ihn so ein bisschen blockieren. Und nicht so volles Haar. Okay. Hier gelb, hier weiß. 1, 2, 3 Kameras. Genau. Was gibt's hier? Zeiten, genau, von 10 bis 18, von 18 bis 22 Uhr. Das habe ich mir gemerkt. Genau, da ist wieder der Akani. 19.12. kann stimmen. Habe ich mir nicht mehr gemerkt. Von 9 bis 19 Uhr. Ich glaube, das ist richtig. Ah ja, 5.000 und 3.000 waren das, ne? Ja. Das sieht hier eigentlich auch ziemlich gleich aus. Vielleicht ein bisschen mehr Menschen könnte es sein.
15.12. bis 17.12., ja. Freitag bis Sonntag. 10 bis 18 Uhr war auch richtig. Waren 3000 Yen Eintritt, 10.10. Palipico.com, ja, das klingt richtig. Security-Kamera, okay. Ah, ich glaube, das ist eigentlich alles richtig. Gucken wir mal weiter. Es könnte sein. Ah, oh, verdammt, ich habe die Dinge eigentlich gar nicht gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Waren es 12? Ich habe schon wieder vergessen, wie viele Lampen es waren, verdammt. Irgendwie dachte ich, es waren 15, aber vielleicht waren es 12. Oder vielleicht waren es 15? Okay, gucken wir nochmal. Ich weiß nicht, wie viele Fehler man machen darf. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es sieht eigentlich normal aus, der Typ. Wobei, hatte er so viele Knöpfe gehabt? Ich weiß nicht, ob er hier an den Taschen. Also. Hier so viele Knöpfe. Oh, guck mal, wir haben ihn gestackt. 1, 2, 3. Er hat hier bei dieser Hose so irgendwie so drei Knöpfe. Also so. Na, ja. Naja. Wenn wir wirklich sehen. 8, 8er, with a smile. A-Dental Clinic. Boah, wenn ich schon dieses Bild vom Zahnarzt sehe, kriege ich das Kotzen. Zahnärzte. Vor allem ist da hinten der Wartebereich. Man fühlt sich ja fast wie ein Affe im Zoo beim Zahnarzt hier. Mit diesen großen Fenstern hier, wo jeder dir zugucken kann, wie der Zahnarzt dir im Mund rumstochert. Fünftausend, 3000, das Geld ist richtig, von 9 bis 19. 19.12. Da war kein Datum, da war nur 10 bis 18. 18 von 22. 1000. 8.8. Genau, das ist auch richtig. Sind wahrscheinlich Wochentage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Von 9 bis 13, von 14.30 bis 18.30. Ja, das klingt auch richtig. Hier sieht auch alles richtig aus. Das sind ganze Zeit meine Fußschritte, die ich höre. 15. bis 17. Ja, ich glaube, das war richtig. 15.12. bis 17.12. von 10 bis 18 Uhr. Dreitausend, 10.10. Ja, das klingt richtig. Was haben wir hier? Zwei Luftschächte, drei Türen, eins, zwei, drei Kameras. Es sieht auch alles richtig aus, warte. Muss mal das Schild mir angucken, das No Smoking. Ja, ist auch richtig. Hier, das leuchtet, genau. Ist das richtig? Ja. Guide. Don't overlook any anomalies. Achso, hier ist ein Guide. Ah. If you find anomaly, turn back immediately. If you don't find anomalies, do not turn back. To go out from exit 8. Ah, okay, gut. Also wenn wir Anomalien finden, sollen wir so schnell wie möglich weggehen. Wenn wir keine finden, sollen wir nicht zurückgehen. Okay. Eins, zwei. Danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Jetzt ein Bart. Er hat sein Smartphone in der Hand, seine Tasche. Und er hat wirklich diese Dinger an der Hose. Diese, ja, ich weiß nicht mal, diese kleinen Knöpfe halt. Eins, zwei, drei Security-Kameras, zwei Luftschächte.
Das No Smoking sieht auch gleich aus. Das ist auch Montag, Dienstag, Mittwoch ist offen. Donnerstag ist frei. Freitag ist offen. Samstag ist offen, aber nur bis nachmittags, dann ist zu und Sonntag ist geschlossen. A Dental Clinic. Genau, da ist auch eigentlich alles gleich. Von 10 bis 18, von 18 bis 22 ist auch gleich 1000. Mhm. Die Person lächelt ganze Zeit, hat einen grünen Dings an. Eine grüne Schürze, genau. Akani sieht auch noch. Doch, sie hat den gleichen Gesichtsausdruck, glaube ich. Seine Augen sehen ein bisschen seltsam aus, aber ich glaube, vielleicht bilde ich mir das nur ein. So, 5000, 3000, ja. Sui, genau. Doxalon Sui, New Open, 19.12., Dienstag, 2023. Ja, hier, das sieht doch ein bisschen anders aus, aber mit dem bin ich mir nie sicher. 15. bis 17. Freitag bis Samstag, Sonntag, ja. Die Augenfarbe ist, glaube ich, auch gleich. Von 10 bis 18 Uhr, ja. Palipico 3000. 10.10. Moviefest. Blau, Rot, Gelb. Ja. Sieht alles irgendwie gleich aus. Gucken wir mal weiter. Okay, hier seht ihr die Person. Gucken wir erstmal diese Person an. So, erstmal hier Stuck machen. Okay. Hat die Tasche und das Smartphone in der Hand. Hat seine Knöpfe. 2, 4, 5. Hat einen ganz normalen Gesichtsausdruck. Da ist No Smoking. 1, 2, 3 Kameras. Was ist das für ein No Smoking Schild? Ja, das ist das gleiche. Okay. Aha. Hier haben sich jetzt die Schilder geändert. Also sollen wir zurückgehen. Da waren nämlich alle die gleichen Schilder. So. Jetzt gucken wir mal. Ich denke mal, also am Anfang wird es erstmal so einfacher sein, die Sachen zu erkennen. Und später wird es dann schwieriger. 2, 4, 5. Sein Gesichtsausdruck ist auch ganz normal. Er hat sein Smartphone und seine Tasche. Dann lasse ich ihn mal weiter. 1, 2, 3 Security Cams. Das leuchtet. Das ist weiterhin grün. Da ist weiterhin eine rote Schrift. Ich weiß leider nicht, was da steht. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Eingänge für Mitarbeiter. 1, 2 Lüftungsschächte. Perfekt. No Smoking. Das Schild ist auch noch gleich. Mal gucken. Hier, das scheint auch alles gleich zu sein. Zeiten sind gleich. Wobei, war es nicht von 9 bis 13.30? Nee, ich glaube von 9 bis 13 und von 14.30 bis 18.30. Ja, ja. Ich glaube, das war eh so richtig. Von 10 bis 18, von 18 bis 22. Ja, Sans ist grün. Akane sieht auch noch immer gleich aus. Doc Salon Sui, 19.12. Dienstag, ja. Das Bild muss ich mir auf jeden Fall merken. Ja, sieht auf jeden Fall richtig aus. Dann können wir weitergehen. Okay. Okay, da bewegen sich die Augen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Anomalie wahrscheinlich. Das heißt, wir sollen gehen. Okay. Gut, die Augen bewegen sich nicht. Gucken wir mal die Person hier an.
Komm. Jawohl. Ich finde es gut, dass man den hier immer so stuck machen kann. Ich frage mich, ob das viele ausgenutzt haben oder ob das sehr wenige gemacht haben, den hier in die Wand so festzupacken, dass man ihn in Ruhe angucken kann. 2, 4, 5. Smartphone und Tasche. Graue Schuhe. Die waren, glaube ich, die ganze Zeit eh grau. Und ja, genug Knöpfe. Es leuchtet, perfekt. Hier, ja, habe ich eh schon gezählt, glaube ich, die Security-Kameras. Drei Türen, zwei Lüftungsschächte. Genau. Wahrscheinlich wird auch die Schrift der Tür anders sein irgendwann. Da muss ich halt vielleicht auch drauf achten. Von 9 bis 13, von 14.30 bis 18.30. Die Tage sind auch gleich. With a smile. 8 Dental Clinic. 10 bis 18 Uhr. 18 bis 22 Uhr ist richtig. Er lächelt, er hat seinen grünen Schürze an. 1000, genau. BLC Store. Price 5000 und 3000. Doxalon Zui. Oder Sui. 19.12. Dienstag, genau. Und Arcani wird hier mit einer blauen, mit so einem blauen Kamm gebürstet. Ja. Was ist hier? Ist ja alles gleich, genau. Ja, ich glaube, das sollte auch richtig sein. 15 bis 17. da. Von 10 bis 18 Uhr, die Augenfarbe ist gleich. 10.10. 3000, hier ist auch alles, hier ist der DJ, hier ist dieses V-Logo, Balipico. Hieß das Balipico? Ja, ich glaube schon. MoveFest. Oder ist da ein I zu viel? Ich weiß gerade gar nicht, irgendwie dieses eine I kommt mir zu viel vor. Palpico? Nee, klingt ja auch nicht richtig. Ich denke mal, das wird schon richtig sein. Sehen wir ja gleich. Ah, scheint richtig gewesen zu sein. So, wir gucken uns mal die Person hier nochmal an. Okay, er hat sein Smartphone, seine Tasche. 2, 4, 5 Knöpfe zu, 1 offen. Seine Schnauze ist noch immer gleich, genauso wie seine Haare. Tut das passieren? Naja, scheint richtig zu sein. Mr. Big Memes, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. No Smoking. 1, 2, 3 Security-Kameras. Das leuchtet. Die Türen sind auch zu dritt. Hier sind zwei Lüftungsschächte und da ist auch noch ein No-Smoking-Schild. Ja, das sieht hier auch wieder alles gleich aus. Von 9 bis 13, von 14.30 bis 18.30. Ja, die Tage sind auch noch alle gleich. Die Person lächelt noch immer. Von 10 bis 18, von 18 bis 22. Und BLC-Store, genau, hier ist... Wieder der süße Wuffi. Wird wieder gekämmt von einem blauen Kamm. 5000 bis 3000, ja. 19.12. Dienstag 2023. Die Hunde sind auch noch immer gleich. Na, hier sieht eigentlich auch noch alles gleich aus. Hier sind die vier Top-Pflanzen. Die Bänke, der eine Person, die auf dem Sessel hier sitzt. Wobei, dieser Bauarbeiter, weiß ich gerade gar nicht, ob der, ich glaube, das soll so ein Bauarbeiter sein, in Anzug oder so, keine Ahnung. Der sieht so aus, als hätte er so einen Bauarbeiterhelm auf. Vielleicht ist es auch nur seine Frise, wer weiß. Die Augenfarbe sieht richtig aus, 15. bis 17. 10 bis 18. Foto Exhibition 2023 Make-up Art. MoveFest.
3010. Ja, Palipico. Sieht eigentlich richtig aus. Security-Kamera in Operation. Mal gucken. Ja. Hallöchen. Sie sehen aus, als wären die von der Yakuza und würden gleich unser Geld abknöpfen wollen. Ich schulde der Yakuza gar nichts. Okay, er sieht auch wieder gleich aus. 2, 4, 5. Er hat sein Smartphone noch in der Hand und seine Tasche. Dann lasse ich dich mal weiter. Hat er heimlich eine Geldbörse eingesteckt? Nee. Gut. 1, 2, 3 Security-Kameras. Ja. Hier leuchtet alles. No Smoking. Schild ist noch immer das gleiche. 1, 2, 3 Türen, 2 Lüftungsschächte. Und das No Smoking Schild sieht auch richtig aus. Okay. 8 Dental Clinic. 8er, 8er. Open. 2023. Von 9 bis 13 Uhr. Von 14:30 bis 18 Uhr. Ja. Von 10 bis 18, von 18 bis 22. BLC Store. Ja, sieht auch richtig aus. Akani sieht auch richtig aus. Der Kamm ist noch immer blau. Die Preise sind 5000 und 3000. Das mit 5000 ist es wahrscheinlich so alles. Und 3000 ist wahrscheinlich dann nur so Bürsten oder nur so Föhnen und so. 19.12. Dienstag. 2023, Doc Salon Sui. Okay, die Person gehört hier wirklich dazu. 2, 4 Topfpflanzen. 4 Ausrufezeichen. Da hinten sind 2 Topfpflanzen. Das sind 3 Bänke, 2x2 und 1x1. Das sieht auch gleich aus. Make-up Art, Foto Exhibition 2023. 15.12. bis 17.12. von 10 bis 18 Uhr 2023, genau. Palipico.com, MoveFest. 3000. 10.10. Sieht eigentlich auch richtig aus. Die Person hat die Hände oben. Jetzt ist die Frage, ob vielleicht hier an den Türen was falsch ist. Aber dafür habe ich mir das nicht zu sehr gemerkt. Gucken. Wir sehen ja dann, ob wir richtig liegen oder nicht. Gucken uns mal hier kurz die Schilder an. So, du hast noch immer dein Smartphone. Warte, komm kurz hier. Genau. Perfekt. 2, 4, 5. Sieht richtig aus. Okay. 1, 2, 3 Security-Kamera. No Smoking. Sieht richtig aus. Das sieht auch richtig aus. Ja, die Türen. 2 Lüftungsschächte. Ich dachte kurz, da wäre nur ein Lüftungsschacht. Genau, da hinten. Konkurs. Die Tage sehen auch wieder richtig aus, genauso wie die Uhrzeit. Der Wartebereich und der OP-Saal. Ich weiß gar nicht, wie man das beim Zahnarzt nennt. Der Arztbereich sieht auch gleich aus. Ich finde es auch cool, dass da irgendwie so einfach nur so ein halber Holzboden ist und der Rest ist irgendwie komplett weiß. Interessante Einrichtung auf jeden Fall vom Arzt. Frag mich, ob der Holzboden deshalb ist, damit sich die Patienten wie zu Hause fühlen.
Oder was genau der Grund dafür ist? Oder weil man das Blut von den Personen besser abwaschen kann? Who knows? 5000 bis 3000. Irgendwie steht da voll viel. Ich weiß nicht, ob da vorher so viel stand. Aber wir können ja da mal gucken. Hier scheint auch alles richtig zu sein. Genau, da ist 15. bis 17. 12.2023. Die Augenfarbe scheint auch gleich zu sein. Die Bilder sind auch gleich aus. Ich finde hier keinen Fehler. Hier scheint auch alles. Palipico, genau. 10.10.3000. Movefest. Es ist der Exit. Boah, ist es hell. Ja, go out from exit 8. Nice. Kotake Create. Izumi. Es war ja recht einfach, der erste Durchlauf. Wir gucken uns das nochmal an, weil. Oh, da steht Epic Games. Ah, krass. Wie lange haben wir gebraucht? Eine halbe Stunde haben wir gebraucht, um den Exit zu finden. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich recht ein gutes Timing. Eine halbe Stunde. So, thank you for using the underground passageway. We apologize for any inconvenience. This may cause you. There are 28 of anomalies that have not been found. We appreciate your understanding and cooperation. Okay. Ja gut, dann gucken wir nochmal, ob wir andere Anomalien finden. Warte. Wir müssen erstmal dich kurz hier stuck machen, bevor es zu spät ist. Ja, 2, 4, 5. Okay. Kriegt doch eine Errungenschaft, wenn wir alle Anomalien finden. Deswegen müssen wir auf jeden Fall gucken, ob wir hier noch ein paar finden. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass der erste Run gleich so einfach läuft. Aber ja. Ich weiß auch gar nicht, wie schwer das Spiel eigentlich ist. Mal gucken wir mal, was wir hier sonst noch finden. Hier sind wieder drei Security-Kameras, genau. Zwei Luftschächte. Diese drei Türen. Was leuchtet. Ich glaube, weil das der erste Run ist, ist da eh alles richtig, ne? Wir müssen halt uns nur alles merken. Genau, dann gehen wir mal weiter. Das ist jetzt der erste richtige Loop. So, dann gucken wir mal. Erstmal wieder die Person hier festhalten. Ich habe auf jeden Fall gesehen, es gibt einen Loop, wo er lächelt. Da bin ich gespannt, wann wir das finden. 2, 4, 5. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann einen Loop gibt, wo er zum Beispiel kein Handy in der Hand hat. 1, 2, 3. Zwei Lüftungsschächte. 1, 2, 3 Türen. Das leuchtet. Ja, ich denke auch, dass da mit den Tagen irgendwas durcheinander sein wird. Dass zum Beispiel, keine Ahnung, anstatt Donnerstag und Sonntag zu ist dann, keine Ahnung, Mittwoch und Freitag zu oder Samstag. Ob hier bei dem kleinen Bild irgendwas anders sein wird, glaube ich nicht. Aber trotzdem gucke ich mir das Bild an. A Dental Clinic with a smile. Genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht seine Schürze hier anders gefärbt wird. Oder dass anstatt lächelt, ja, halt nicht lächelt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass der Hund vielleicht irgendwie anders, dass er vielleicht ja, den Mund zu hat. Oder dass der Kamm vielleicht eine andere Farbe haben wird. Oder dass die Hunde da irgendwie anders sind. Vielleicht, dass die in eine andere Richtung gucken. Hat der.
Hund schon immer nach rechts geguckt, während die anderen alle ja, quasi zur Kamera gucken? Ich glaube ja. Ich glaube, das will mich hier nur verunsichern. Es hat es auf jeden Fall geschafft. Ja, hier ist auch 15. bis 17. 10. 10. Wir werden ja gleich sehen. Okay. Scheint richtig gewesen zu sein. Gucken wir mal die Personen an. Für dumme sie wieder hier fest stacken. 2, 4, 5. Ja. Sieht richtig aus. Sieht auch alles richtig aus. Okay, gut, dann gucken wir uns nochmal hier das an. Ja, hier scheint auch alles gleich zu sein. Okay, der Hund hat noch immer den Kopf so gedreht. Ja, dann 5.000 bis 3.000. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich gar nicht geguckt, wie die Preise waren. Aber es scheint ja richtig gewesen zu sein. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man falsch liegt und man weiterläuft. Ist es dann direkt Game Over oder? Da müssen wir dann gucken. Ich glaube, es war richtig. Zweiter Loop. Nein, ich will dich eigentlich immer gerne hier auf der rechten Seite haben. Dankeschön. 2, 4, 5. Ja, es sieht eigentlich recht gleich aus. No Smoking. Sind wieder drei Security-Kameras. Hier sind die zwei Türen. Da ist die dritte Tür. Da sind die zwei Vents. Sonst sieht hier auch alles gleich aus. Die Tage, die Uhrzeiten sind gleich. Da auch. BLC Store. Die Person sieht auch gleich aus. Ja, 19.12. Hier sind wieder die vier Ausrufezeichen. Ja, sieht auch alles gleich aus. Ja, sieht auch gleich aus. Hier sind auch die Bilder, Palipico. Ah, okay, wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Irgendwas war da anders. Weil wir sind jetzt hier wieder beim nullten Durchgang. Ich frage mich, was da anders war. Ich habe jetzt nicht so. Vielleicht habe ich nicht so richtig aufgepasst. 2, 4, 5. Oh, okay, das sehe ich. Interessantes Bild. Bisschen creepy das Bild. Ja, okay, wir sollen auf jeden Fall dann zurücklaufen, wenn da eine Anomalie ist. Oder sind wir schon tot? Ah. Okay. Naja. Junge, wie weit man das Klopfen noch hört. So, okay. Jetzt sind wir wieder richtig. Er hat sein Smartphone. Er sieht ganz normal aus. 2, 4, 5 Knöpfe. Die Tasche hat er auch. Hier scheint auch alles richtig. Vielleicht war sogar hier an der Tür irgendeine Schrift anders.
Oder hier war vielleicht irgendwo was anders. Kann ja auch sein. Bei den Plakaten. Ich bin froh, wenn ich noch weiß, was ich gestern gegessen habe. Deswegen kann es sehr gut sein, dass hier auch irgendwas anders war. Akani sieht noch immer gleich aus. Die Bürste 5000, 3000. Tsui. Chop Suey. Mir ist auch alles gleich. Ja, Mufest sieht auch alles gleich aus. Hier leuchtet das. 1, 2, 3 Security-Kameras. Ja, scheint richtig zu sein. Wir sind jetzt im zweiten Loop. Sehen wir hier irgendwas anderes? Nee. Okay. Sieht gleich aus. 2, 4, 5. Er hat sein Smartphone in der Hand, seine Tasche. Ja, hier ist auch, glaube ich, alles gleich. Ja, hier scheint auch alles gleich zu sein. Aha, hier fehlt eine Tür. Okay, dann müssen wir zurück. Genau. Richtig. Was haben wir hier? Hier sind wieder alle Türen. Wie siehst du aus? Bleib kurz stehen. Ja, du hast dein Smartphone in der Hand. Du hast deine Tasche. Du hast 2, 4, 5 Knöpfe. Du siehst auch ganz normal aus. No Smoking sieht auch normal aus. 1, 2, 3 Security Cams. Das No Smoking Bild sieht auch normal aus. Die Tage sehen gleich aus. Hier sieht auch alles gleich aus. Hier auch. Hier auch. So auf den ersten Blick. Ich glaube, hier ist auch alles gleich. 15. bis 17. Genau. Pali Pico, ja. 10.10.3000. Ja, es sieht tatsächlich richtig aus. Und war anscheinend auch richtig. Oh. Hilfe, Wasser, ich bin Gamer. Oh. Okay, gut, wir haben das Wasser. Wir sind vom Wasser geflohen. Moin, moin. Oh. Warte, es ist dunkel. Muss hier weg. Ah, Gott sei Dank. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall ein paar neue Anomalien gefunden. Das Wasser und dass es dunkel wird, das kannte ich noch nicht. Kurz stuck. Jawohl. Moin, moin, Alex. So, jetzt kann ich auch dir Hallöchen sagen. So, seine Knöpfe sind gleich. Er sieht gleich aus. Er hat sein Smartphone und seine Tasche. Das heißt, er darf weitergehen. Also, das Wasser war aber richtig laut in meinen Ohren. So, ist No Smoking, ja. Drei Security Cams. No Smoking. Ja. Ich glaube, da wird alles richtig sein, weil ich glaube, so viele Anomalien hintereinander werden nicht kommen und wir hatten gerade zwei. Deswegen denke ich, das wird alles richtig sein. Aber wir gucken uns trotzdem so hier mal kurz über alles drüber. Ah, ich glaube, ja. Dann gehen wir mal weiter. Gucken, ob es richtig war. Scheint richtig zu sein. So, ich halte ihn wieder kurz hier fest.
Halten 2, 4, 5, ja, sein Smartphone und seine Tasche. Er hat noch immer alles gleich an. 1, 2, 3 Security Cams. Hier ist ein No-Smoking-Schild, da ist ein No-Smoking-Schild. Das leuchtet. Die Türen sind zu. Da ist blau am Stiel und rot vorne. Hier ist auch alles richtig. Die Zeiten, das sehen auch richtig aus. Die Tage auch. 8er, 8er. 10 bis 18, 18 bis 22. Scheint auch alles richtig zu sein. Doc Salon Sui, ja. 19.12. Hier am Plakat scheint auch alles gleich zu sein. 4 Ausrufezeichen. Ja. 15. bis 17. Ja, Freitag bis Sa Sa Sonntag. Von 10 bis 18, ja. Kann es sein, dass die Schilder ein bisschen größer sind? Ich gehe mal zurück, weil ich glaube, die Schilder sind. Findest du den Ausgang nicht? Ich kann dir vielleicht behilflich sein. Ah ja, genau. So groß sind die Schilder. Ich wollte schon sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, ich gucke ziemlich weit nach oben. Und es war tatsächlich richtig, die Schilder waren größer. Ich dachte mir schon, ich habe irgendwie so einen Schlaganfall oder so, aber nee, das waren nur die Schilder. Die Schilder vergrößern sich. Ah, sie haben sich vergrößert sogar. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie sich vergrößern. Ich habe nur gesehen am Ende, dass die dann größer geworden sind. Und ich dachte, ich leide gerade unter einem Schlaganfall, aber nee, es waren nur die Schilder. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2. So, 8er, 8er, hier ist auch alles gleich. Wenn wir das richtig haben, dann sind wir, glaube ich, dann sogar schon wieder mit dem Durchgang fertig. Dann haben wir sogar schon das zweite. Den zweiten Durchgang. Hier scheint auch alles richtig zu sein. Blau, rot, gelb, grün, orange, blau. Ja, ich glaube, das ist richtig. Irgendwas war da nicht richtig. Verdammt. Ah, das ist ärgerlich. So kurz vorm Ende. Ah, das ist ärgerlich. Ah, egal, so können wir mehr die Anomalien finden. 2, 4, 5, ja. Sieht gleich aus. Ich erwarte die ganze Zeit, dass irgendwas mit dem No-Smoking-Schild passiert. Aber hier passiert nichts mit den Schildern. Er sieht auch gleich aus. Achter, Achter. With a smile. Ja, sieht gleich aus. Sieht gleich aus. Sieht gleich aus. Gehen wir mal weiter. So, hier kurz Stack, 2, 4, 5. Ja, passt schon. Siehst richtig aus. Das No-Smoking-Schild sieht auch richtig aus. Das auch. No-Smoking-Schild ändert sich nie. Okay. Finde ich schade. Okay, das sieht auch gleich aus. Der Hund guckt auch in die gleiche Richtung. Generell die Hunde gucken alles richtig. 5000 bis 3000. Akani sieht noch immer so süß aus wie sonst. 4 Ausrufezeichen.
Hier sieht auch alles richtig aus. Schilder sind auch nicht groß, größer als sonst. Und hier scheint auch alles richtig zu sein. Dann gehen wir mal weiter und gucken, ob es richtig war. Ja. Sag mal, sind wir kleiner geworden in der Zeit? Mann, wir sind sehr schnell alt geworden. Okay, er ist auf jeden Fall zu einem Riesen geworden. Er hat sich ein bisschen auf die Streckbank gelegt. Oh, scheiße, ich dachte nicht, dass der auf uns zurennt. Wie gesagt, ich schulde der Yakuza gar nichts. Du kannst mich mal. Okay. Junge, Alter. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der auf einmal lossprintet auf uns. So, 2, 4, 5. Du hast dein Smartphone in der Hand und deine Tasche. Schwarze Hose, graue Schuhe, weißes Shirt. 1, 2, 3 Security Cams. Das leuchtet. Hier scheint auch alles richtig zu sein. Gucken wir, with a smile. Der Zahn lacht. Das ist schön. 10 bis 18, 18 bis 22 Uhr, ja, BLC Store. Die Person lacht auch auf dem Plakat, hat ein cooles Dings an. Die Hunde sind alle gleich aus. 19.12. 5000, 3000. 1, 2, 3, 4 Ausrufezeichen. Ja, es sieht auch recht richtig aus. Das sieht auch richtig aus. Hier ist auch blau, rot, gelb. 10.10.3000. Hat seine Gitarre. Und palipico.com, ja. Moofest, ja. Und hier jetzt so an den Türen nicht einfach irgendeine andere Schriftzeichen sind, könnte das sogar richtig sein. Ja, ich glaube, das wird richtig sein. Und das war richtig, okay. Gut, gucken wir mal. Ja, da kommt er. Mit seinem Smartphone. Warte. Nein. Du bist ein bisschen zu schnell gerade. So. 2, 4, 5. Genau, er hat sein Smartphone. Er sieht ganz normal aus. Okay. 1, 2, 3. Zwei Schächte, drei Türen. Das leuchtet. Hier sind die Tage alle gleich. With a smile. Der Zahn lächelt. Das Maxl lächelt hier auch. 10 bis 18, 18 bis 22.000, 5.000, 3.000, 9 bis 19. Die Hunde sehen auch eigentlich recht gleich aus. 19.12. New Open. 4 Ausrufezeichen. Sieht auch richtig aus. Das sieht auch richtig aus. Make-up Art, genau, Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. 10.10. 3000. Palepico. Sieht auch richtig aus. Das Bild sieht ein bisschen zu groß aus, irgendwie, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich sag mal, es ist richtig. Gucken wir mal. Ja, okay. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dieses blaue Bild sah irgendwie viel größer aus, als es eigentlich sein sollte. So, du bleibst
bleib's mal hier kurz stehen. Lass mich dich mal kurz angucken. Ja. Okay. Guck mal, da ist der Türknauf anders. Der ist nämlich mittig. Gut. Haben wir das auch richtig? Aber wir sind wieder kurz vorm Exit. Jetzt nur kein Fehler begehen. Ja. Es sieht auch richtig aus. So sehe ich nach einem langen Arbeitstag im Einzelhandel aus. Also ist das Bild ja eigentlich richtig. Gut. Ja. Okay. Gucken wir mal dich an. Du hast dein Smartphone, deine Tasche, deine Knöpfe, dein Schnauzer. Wäre cool, wenn er irgendwann so mit einem Vollbart herkommt. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lichter. Ja. 1, 2, 3 Kameras. With a smile. Die Tage sehen gleich aus. Genau, den hatten wir ja schon. Und 2, 3, 4 Ausrufezeichen. Warte, ich gucke mir nochmal das Bild an. 5000, 3000, ja. Doch, ist richtig. 15. bis 17. Freitag bis Sonntag. 10. 10. 3000. Ja. Ja, es sieht schon richtig alles aus. Wir hatten gerade zwei Anomalien hintereinander, also. Ich denke, wir sind richtig und da ist der Ausgang. Jawohl. Und das zweite Mal durch. Ach. Gott sei Dank. 2 von 3 Durchläufe haben wir geschafft. Also von 3 haben wir 2 mal geschafft. Oder war das schon der 4. Versuch? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, ein Durchlauf haben wir da haben wir versagt. Aber vielleicht sogar ist gerade ausgeglichen, 2 von 2. Ja, ich würde sagen, das war der 4. Durchlauf. Ich glaube, wir haben sogar 2-mal einen Run neu machen müssen. Aber hier ist jetzt alles richtig, ja. Hier ist auch alles richtig. Ich weiß gar nicht, wie viele Anomalien es gibt, aber ich glaube, am Ende steht da es ja dann sogar. Wie viel noch über sind, glaube ich. Scheint richtig zu sein. Oder war es doch nicht richtig? Ja, okay, das sieht richtig aus. Türen sehen auch gleich aus. 2 Lüftungsschächte. Was haben wir hier? Diese Augen. Security Kamera in Operation. Palipico. '15, '13, '19, '12, '10 bis '18, '18 bis '22. Ja, das war richtig. Let's go. Was haben wir denn hier noch?
So, auf den ersten Blick sind die. Oh, guck mal, die Tür ist offen. Hi, Ma'am. Kann ich Ihnen behilflich sein? Okay, wir gehen auf jeden Fall wieder zurück. Ich wollte sie mir nur kurz ein bisschen angucken, weil ich wissen wollte, was die da anhat. Bilder sehen jetzt auch auf den ersten Blick richtig aus. Gucken wir uns mal den Typen nochmal an. Ja, 2, 4, 5. Ja, es sieht auch richtig aus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hier sieht auch alles richtig aus. Wir versuchen mal. BLC Store. 1912 da. 1234 Ausrufezeichen. 15.17. 10.10. 3000. Ja, ich würde sagen, das ist alles richtig. Ja. Haben wir denn hier noch? Mit Bildern sieht jetzt alles eher gleich aus. Ja, die gucken wir uns gleich nochmal richtig an. Immer erst den hier angucken. 2, 4, 5. Er sieht richtig aus. Er hat auch keine Waffe oder so heimlich einstecken. 1, 2 Schächte, 3 Türen. 3 Security-Kameras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, Lichter, with a smile, die Tage sehen richtig aus, 8.8. open, 10 bis 18, 18 bis 22.000, BLC Store, sieht auch richtig aus, er hat grün, das ist blau, 19.12. Tuesday, New Open, 5.000, 3.000, Doc Salon Sui, 4 Ausrufezeichen, ja, sieht alles richtig aus, 15. bis 17. 10.10., 3.000, Palipico, auch recht gleich aus. Sieht vielleicht hier irgendwas anderes aus auf der Schrift? Ne. Gehen wir mal weiter, mal gucken, ob das richtig war. Nein! Ah, irgendwas war falsch. Also ist schade. Irgendwas habe ich übersehen. Die Person sitzt. Warte. 2, 4, 5. Doch, die hat genug Knöpfe. Sieht auch alles richtig aus. Hier scheint auch alles richtig zu sein. Bis 8, 10 bis 18 Uhr, 18 bis 22 Uhr, ja, 5.000 bis 3.000, 19.12. Tuesday, 2023, ich muss mir das Schild auch immer mehr angucken, das gucke ich irgendwie nie so wirklich an, das Schild. Ich glaube, das ist richtig. Mal gucken. Ja. Was haben wir denn hier noch? Hier sieht alles eigentlich recht gleich aus. Wie siehst du aus? 2, 4, 5.
Ja, du siehst auch ganz normal aus. Oder? Guck mich an. Doch, ja. Ich glaube schon. Eins, zwei, drei Security-Kameras. With a smile. Ja, sieht eigentlich eh auch richtig aus. 10 bis 18 Uhr, 18 bis 22 Uhr. Ja. Scheint auch richtig 5000 bis 3000. Muss auf jeden Fall auch auf die Nullerstellen achten. Nicht, dass ich mich hier dann noch verzähle. Denke, es wären 5000, obwohl vielleicht nur 500 steht. Das ist auch richtig. Ah, es leuchtet. Gehen wir mal weiter. Ja, okay, war richtig. Hier die Lichter flackern. Passiert sonst noch was, außer das Licht flackern? Okay, gehen wir mal zurück. Genau. Okay, mal gucken, was passiert hier. Der hat es auf jeden Fall eilig. Oh. Okay. Er tötet uns. Ich dachte, der will einfach nur schnell vorbei, aber verdammt, uns hat die Yakuza erwischt. Nein. Die haben die Person nämlich ausgetauscht. Ich weiß gar nicht, ob der erste Run immer der richtige ist. Oder ob es auch der falsche sein kann. Aber ich gehe mal jetzt einfach hier durch. Hier steht noch immer 0. Vielleicht ist es tatsächlich dann auch so, dass der erste Loop auch falsch sein kann. Ja, ich gehe immer durch, bis der erste Loop richtig ist. So. Perfekt. Okay. Hallo? Die Tür hat mich richtig erschrocken, als die aufging, weil die so laut war. Okay, wir gehen weiter. Ich will nicht jetzt nochmal unabsichtlich sterben, weil ich zu neugierig bin. Wie heißt das so schön? Die Neugierde ist des Katzen Tod. Genau, 2, 4, 5, ja. Das ist eh gleich aus. Ist das richtig? Nee, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, müsste das nicht eigentlich. Ja, das ist eigentlich falsch. Das müsste eigentlich genauso wie hier sein, oder? Ja, klar. Wollte schon sagen. Okay, der Boden kann sich auch verändern, da muss man auch drauf achten. Gut zu wissen. Scheint auch alles richtig zu sein. Du scheinst auch richtig zu sein. Warte, 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 warte. Möchte mich trotzdem dir genau angucken. 2, 4, 5. Ja, passt schon. Das passieren. Ausnahmsweise, auch wenn du uns umgebracht hast gerade eben. Ich wusste nicht, dass der einen tötet, ey.
hier scheint auch alles richtig zu sein. Da auch. Steht der Freitag bis Sonntag? Ja, von 10 bis 18 Uhr. Hier scheint auch alles richtig zu sein. 5000, 3000. Ja, und die Zeiten scheinen auch richtig zu sein. With a smile. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, doch, sieht auch alles eigentlich richtig aus. War es aber nicht. Verdammt, irgendwas war falsch. Ich weiß nicht, was ich da schon wieder übersehen habe. Zwei, vier, fünf. Der sieht normal aus. Zehn, zehn. Move fest. Make-up. Art. Ja. Ich sag, das ist richtig. Der Loop. Nein, da war schon wieder was falsch. Sind noch immer bei der Null. Ich sag, der Loop ist richtig. Komm, der muss jetzt richtig sein, jawohl. Einfach riskieren. So. Okay, hier sind zwei Schächte. Ich guck dich nochmal kurz an. Du hast dein Smartphone, deine Schuhe. Sieht normal aus. 2, 4, 5. Du hast keine Waffe in deiner Tasche. 2, 4, 5. 2, 4. 4, 6, 7. With a smile. Ja, das sind immer so kleine Schriftzeichen, die vielleicht ein bisschen abgeändert worden sind. Und die übersehe ich dann recht schnell. Oder es sind wirklich Sachen, die eigentlich offensichtlich sind, aber ich die irgendwie trotzdem übersehe, weil ich nicht so drauf geachtet habe. Wie zum Beispiel hier zwei Ausrufezeichen. Vielleicht die Farbe ist anders. Hier sieht eigentlich auch alles recht gleich aus. Die guckt auch genauso gleich. Die hat so ganz leicht die Augen, glaube ich, offen. Oder sieht das nur so aus? Vielleicht sieht das auch nur so aus. Palipico. Hier Security Camera in Operation. Der Teil ist rot, der andere Teil ist schwarz. Und es ist richtig, okay. So, hier scheint auf den ersten Blick alles gleich zu sein. Wie siehst du aus? 2, 4, 5. Ja, doch, du scheinst auch richtig zu sein. Türen scheinen auch richtig zu sein. Oh, okay, das bewegt sich hin und her. Gut zu wissen. Das heißt, das ist auf jeden Fall falsch. Und dann sind wir hier. Zwei, vier, fünf, zwei, vier, sechs, sieben. Kommt mir das noch so vor, das ist ja alles weiter recht vorne.
Aber das ist immer schon so. Sieht ein bisschen so aus, als wäre hier alles irgendwie so nach vorne gerückt worden. Und vielleicht bilde ich mir das nur ein. Weil ich bilde mir viel ein, wenn der Tag lang ist. Hier so sieht alles eigentlich recht gleich aus. Ich muss mal gucken beim nächsten Loop, ob das Schild wirklich so da dazwischen ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Part ist so ein bisschen zu weit nach vorne gedrückt. Aber sonst ist eigentlich bis auf das alles gleich. Aber ich gehe trotzdem mal nach hinten, um zu gucken. Ja. Ist tatsächlich richtig. Jetzt mal gucken, ob das wirklich daran lag oder. Nee. Okay. Es war irgendwas anderes, aber ich lag richtig. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt falsch war, aber zum Glück hatte ich ein schlechtes Gefühl mit den Türen und so. Auch wenn das nicht das Problem war, waren die. Ich glaube, die Plakate waren weiter vorne, oder? Ach, keine Ahnung. Irgendwie habe ich auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass da hinten irgendwie so viel, ja, so leer ist. Vielleicht war der Raum auch länger als sonst. 2, 4, 5. Also es ist eigentlich gleich aus, ich kann nicht weiterlassen. Habe ich hier schon lang genug hier festgehalten. With a smile. Vielleicht war auch irgendwas am Plakat falsch. Irgendeine Zeit oder so. Es kam mir halt echt so vor, als wäre ich hier am Anfang. Ja, ich glaube, der Raum war länger. Aber irgendwie. Weil hier war auf jeden Fall eine lange weiße Wand. Und hier. Das hat sich viel länger angefühlt als da. Keine Ahnung. Ob es jetzt wirklich daran lag oder vielleicht was anderes. Aber für mich war es das. Wenn es was anderes war, dann glaube ich euch nicht. Selbst mit Videobeweisen nicht. Ja, hier scheint alles recht richtig zu sein. Die Türen haben alle ihre Griffe an der richtigen Stelle. 15. bis 17. 10, 10, 3000. Ja, ich glaube, das ist richtig. Nochmal kurz auf den Boden gucken. Ja. Was steht? Aha, hier, guck. Da ist das spiegelverkehrt. Beziehungsweise umgedreht. Also ist es doch nicht richtig. Zum Glück habe ich nochmal aufs Schild geguckt. Irgendwas stimmt mit deinem Gesicht nicht, Freundchen. Okay. Gehen wir zurück. Das ist auch gar nicht der Ausgang, oder? Wir sind erst beim sechsten Loop. Oder ist das der Ausgang? Was passiert, wenn ich rausgehe? Ist falsch, oder? War es jetzt falsch oder richtig? Ich glaube, das war falsch, ne? Wir waren ja nämlich erst beim sechsten Loop. Ich wollte wissen, was passiert, wenn man da rausgeht. Es ist einfach nur weiß. Schwarze Black Screen anstatt White Screen, wenn man verliert, okay. Ja, du passt schon. Hoffentlich. Ja, es passt schon. Der erste Loop ist immer richtig. Auch wenn hier 0 steht, scheiß drauf. Es ist alles richtig. Stimmt, das war, glaube ich, letztens auch hier auf der Seite. Da muss ich auch drauf achten, wo das ist. Ah ne, hier ist auch eins. Okay, es sind zwei davon. Never mind.
Jawohl, ersten Loop geschafft. Dieses Mal lasse ich mich hier nicht mehr vom Ausgang austricksen. Du siehst gleich aus, du hast ein Smartphone in der Hand. 2, 4, 5 Knöpfe. Ja, passt schon. Ist alles richtig? Wie sieht es mit den Plakaten aus? Hat sich da gerade irgendwas getan oder sah es gerade nur so aus? Nee. Zehn bis 18, 18 bis 22. Scheint auch richtig zu sein. Palipico. Ja, sieht eigentlich alles richtig aus. Freitag bis Sonntag. Ja. Fühlt sich richtig an. Gehen wir mal weiter, gucken wir mal. Ja, war richtig, okay. Oh, die aus der Ring kommt. Okay, gut. Da war auf jeden Fall eine Anomalie. Ah ja, guck mal, noch 9 Anomalien, dann haben wir alle gefunden. Ich würde tatsächlich gucken, dass wir noch alle Anomalien finden, alle anderen 9. Du guckst eigentlich nicht immer zu uns, du guckst nämlich immer straight geradeaus. Okay, da haben wir eine weitere gefunden. Noch 8 Anomalien. Let's go. Sieht eigentlich auch alles gerade auf den ersten Blick gleich aus. Du hast ein Smartphone in der Hand. 2, 4, 5. Ja, es sieht auch gleich aus. Hi, Hallöchen, Kazuma. Sieht auch alles recht gleich aus. 19.12. Doc-Salon Sui. Boden. Sieht auch eigentlich gleich aus. 1, 2, 3 Security-Kameras. Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. 10.10. Ja, ich glaube, das ist richtig. Nein, was nicht. Verdammt, irgendwas war da falsch. Wie siehst du aus? Bleib kurz. So, 2, 4, 5. Ja, sieht eigentlich okay aus. Doxalon Sui. Turn back, turn back, turn back. Okay. Ja. Ersten Loop geschafft. Muss auch mehr auf diese Schilder hier gucken. Concourse. Sieht auch gleich aus. Warte, ey. So. 2, 4, 5. Ja. Sieht auch richtig aus. New Open.
Ich würde sagen, das ist richtig. Da läuft er. Weil dieses Mal lasse ich mich nicht davon töten. Dieses Mal weiß ich, dass er einen tötet, wenn er so zuläuft. Ich glaube, da mochte jemand nicht, dass da jemand heimlich geraucht hat. So, wie viele Anomalien haben wir noch? Fünf noch. Fehlen nicht mehr viele. Dann haben wir alle mal gesehen. Beziehungsweise entdeckt. 2, 4, 5. Ja, das ist gleich aus. Ja, hier sieht auch alles gleich aus. Hier auch. Hier auch. Ja, sieht eigentlich alles gleich aus. Würde ich sagen, gehe ich tatsächlich weiter. Und es war richtig gut. Das sieht auf den ersten Blick jetzt auch nichts anders aus. Konkurs. Du siehst auch gleich aus, dann darfst du weitergehen. Schriften sehen jetzt auf den ersten Blick auch alle gleich aus. With a smile. Er smilet auch, der Hund smilet auch. Vier Ausrufezeichen, das scheint auch richtig zu sein. Der Boden scheint auch richtig zu sein. Das scheint auch richtig zu sein. 10.10. 1, 2. War hier immer ein drittes? Ah, verdammt, das weiß ich gerade nicht. 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5. Ah, komm. Die Kamera einen verfolgt, ist nicht richtig, glaube ich. Ja. Habe ich das tatsächlich das erste Mal gesehen, dass die Kamera einen beobachtet. Na, hier ist tatsächlich wirklich noch eins. Ah ja, das kenne ich. Was mal. With a smile. Er war wohl bei dem Zahnarzt. Der Holzbohnen scheint wirklich Wunder zu wirken. Und wie viele haben wir noch? Drei Anomalien. Wie siehst du aus? Ja. Du warst noch nicht beim Zahnarzt, ha? So, hier scheint auch alles richtig zu sein. With a smile. Ja. So, auf dem ersten Blick scheint hier auch alles richtig zu sein. Ah, okay, die Lampen sind nicht richtig. Da hat dann jemand die Lampen ein bisschen umsortiert. So, jetzt ist die Frage, ist das richtig oder ist das ein falscher Loop? Wenn wir das richtig haben, dann sind wir tatsächlich auch schon wieder beim Exit. Wollen wir 50-50 Chance machen und einfach durchlaufen und hoffen, dass es richtig ist? Zwei, vier, fünf, sechs, sieben.
2, 4, 5. YOLO. Ich glaube, das wird richtig sein. Ja. Und das dritte Mal geschafft. Jetzt müssen wir nur noch drei Anomalien finden, dann haben wir auch alle gefunden. So, neuer Loop. An, nicht mal, nur noch 2 Anomalien. Ja, doch, ich glaube, er ist richtig. Laufen ja, wie gesagt, im ersten Durchlauf laufe ich eigentlich immer durch, eher. Ah, okay, das ist falsch auf jeden Fall. Gut, wir haben eine neue Anomalie gefunden. Sieht da anders aus? Nee, okay, gut. Ich dachte, der hatte so ein volumigeres Haar auf einmal. Ich meine jetzt nicht so afromäßig, aber schon so ein bisschen mehr. Ah, und hier ist wieder dieser Ausgang. Also, wir haben jetzt alle gefunden, ja. Find all anomalies, habe ich bekommen, Achievement. Ah. Guck mal. Es wird jetzt so ein Speedrun. Okay. Na, scheint eigentlich recht richtig zu sein. Der Boden sieht auch gleich aus. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Kamera folgt mir nicht. Ja, ich glaube, das ist richtig. Gucken wir mal. Ja, doch. Jawohl. Hälfte haben wir schon. Halbzeit. 2, 4, 2, 4, 5. Konkurs. 2, 4, 6, 7. Es sieht eigentlich auch alles richtig aus. Türen. Könnten auch richtig sein. Ich sag mal, es ist richtig. Mal gucken. Nein, da war irgendwas falsch. Ah, schade. Wahrscheinlich irgendwas an der Tür oder so. Ah, dabei hatten wir so einen guten Run gerade gehabt. Ich werde nochmal einmal versuchen, zum Ausgang rauszukommen. Dann würde ich auch sagen, war es das. Dann haben wir eigentlich eh schon mehr erreicht, als ich wollte. Denn wir sind dann viermal rausgekommen. Und wir haben alle Achievements, also alle Anomalien gefunden. Aha, das verfolgt mich die Kamera, also. Ist das hier falsch? Hier scheint alles richtig zu sein. Konkurs. Der sieht auch recht gleich aus.
Haben wir das Gefühl, ich hänge so ein Geflüstere. Gucken wir mal weiter. Jawohl, war richtig. Was ist mit dir? Ist gleich aus. Konkurs, das sieht auch gleich aus. Bilder sehen auch gleich aus. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 5. Sieht auch eigentlich alles richtig aus. Wartet, den Boden nochmal angucken. Aber es sieht auch richtig aus. Wird schon schief gehen. Jawohl, geschafft. Wieder bei der Hälfte. Also mit dir, du siehst auch wieder normal aus. Also noch immer normal. Hier ist auch alles irgendwie normal. Ah ne, hier. Okay, die Tür hat den Griff auf der falschen Stelle. Das sieht auch wieder okay aus. Der Boden ist okay. Das sieht, ja, hier sieht auch alles okay aus. Etwas mal. Schilder sehen richtig aus. Wenn auch nicht größer oder so. Sieht richtig aus. Das sieht auch richtig aus. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Jawohl. Noch zwei Loops. Okay. Boden sieht gleich aus. 2, 4, 5. Was steht hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Türen sind alle zu. Das Schild verfolgt mich nicht. Smile. Sieht eigentlich auch richtig aus. Sind noch zwei Schächte. Zwei No-Smoking-Schilder. Da war sicher irgendwas falsch, oder? Nee. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da wäre was falsch gewesen. Ah, hier fehlt auf jeden Fall eine Tür. Okay, gut. Und dann haben wir es schon geschafft. Dann sind wir schon draußen. Oder kommt noch. Ist da noch ein Loop? Ah ne, es ist noch ein Loop, okay. Lass mich dich erstmal angucken. Okay. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, vier, fünf. Und das war jetzt ärgerlich, wenn wir hier wieder beim letzten Loop versagen. Das sieht auch richtig aus. Zwei Dinger. Was steht hier? Konkurs. Ich sag, es ist richtig. Und?
Ah, ich lag falsch. Ah. Das ist ärgerlich. Okay, er hat sein Gesicht zensieren lassen. Wollte einfach nicht mehr von uns beobachtet werden. Wie siehst du aus? Du siehst normal aus, okay. Hier oben sieht auch alles normal aus. Der Boden sieht auch normal aus. Ich habe schon vergessen, was es eigentlich alles für Anomalien gibt. Also auf jeden Fall, der Boden war eine Anomalie, die Decke war eine Anomalie, hier das Schild, hier fehlt dann ab und zu mal eine Tür. Die Person hat drei verschiedene Anomalien, einmal lächelt die, einmal läuft sie schnell, einmal ja, hat sie halt das zensierte Gesicht, einmal gibt es eine Anomalie, wo hier zwei Personen stehen. Die vermisse ich irgendwie, die Zwillinge. Erinnere mich an die Zwillinge aus Breaking Bad. Von den Salamancas. Ah, stimmt. Und das Bild gibt's auch noch. Ah, hier sind sie. Oh. Oh. Scheiße, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie auf einmal hinter einem stehen. Shish. Alter. Okay. Gut, die haben mich erwischt. Verdammt. Ah, da war irgendwas falsch. Verdammt. Ich dachte, ich kann hier so durchlaufen. Du bist richtig. Jawohl, Level 1. Was haben wir hier? 1, 2, 3, Konkurs. Wie siehst du aus? Du siehst eigentlich auch normal aus. Kamera verfolgt mich nicht. Die auch nicht. Boden sieht auch normal aus. Müsste das ja eigentlich richtig sein, genau. Hier scheint auch alles richtig zu sein. Ah, die Augen beobachten mich. Dann ist das falsch. Gut. Runde 3 überlebt. Oder ist das jetzt Runde 3? Ich glaube, das ist jetzt Runde 3 erst. Oh. Okay, weg. Bevor er das Messer rausholt. Oh ne, das Wasser. Oh no. Ein Tsunami. Das ist so laut, das Wasser. Im Gegensatz vom Rest des Spiels ist das Wasser immer so laut. Okay, das sieht auch normal aus. Security-Kamera verfolgen mich nicht. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ist auch alles normal. Du verfolgst mich auch nicht. Weder mit den Augen noch mit dem Poster persönlich. Ah, hier, da ist das Gesicht. Okay. Entschuldige, ich muss hier durch. Ah, da ist wieder diese Person an der Wand. Nee, 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 da sind wir auch schon mal. Nee, wir sind gar nicht gestorben bei der Person. Ah, aber bei ihm sind wir gestorben. No.
Was kommt hier jetzt? Die Zwillinge? Nee. der Boden sieht normal aus. Hier sieht auch alles normal eigentlich aus. Ach, guck mal, die Bilder werden größer. Okay, dann ist es auf jeden Fall falsch. Und wir haben es geschafft. Weil das war, glaube ich, der letzte Loop. Oder kommt noch einer? Ne, es kommt noch einer. Okay, gut. Das ist dann der letzte Loop. Das ist normal aus. Boden sieht normal aus. Decke sieht normal aus. Security-Kamera beobachtet mich? Nee. Das beobachtet mich auch nicht. Hier sieht eigentlich auch alles gleich aus. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Bilder sich auch irgendwie verändert haben, bis auf das da und das hier, aber ich glaube nicht tatsächlich. Die Griffe sind auch normal, ja. Gut, dann sage ich, das ist richtig. Jawohl. Und geschafft. Innerhalb von 2 Stunden sind wir 4-mal oder 5-mal entkommen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr mitgezählt. Ich glaube aber 4-mal, wenn ich mich nicht irre, haben wir es jetzt geschafft zum Ausgang. Also man könnte sagen, pro halbe Stunde haben wir einmal einen Escape geschafft. Wir waren 2-mal, glaube ich, knapp davor. Oder einmal, mindestens, was schade ist, weil wir beim letzten Loop dann verloren haben. Aber ich glaube sogar 2-mal. Ja, eigentlich bin ich recht zufrieden. All anomalies found. Thank you for using our underground passageway. Ja, no problem. Ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich recht zufrieden. Wir sind 4-mal entkommen oder 5-mal und waren 2-mal oder 1-mal beim letzten Loop, wo wir dann leider gestorben sind, weil ich nicht so aufmerksam dann war. Oh ja. Und das innerhalb von 2 Stunden. Also, ich bin stolz auf mich. ich denke, ich darf den Namen Stadtkind behalten. Und ja, tatsächlich, da ist auch schon fast 2 Stunden Stream ist, würde ich sagen, wir spielen heute auch nichts mehr anderes. Aber ich kann kurz Display Capture anmachen, denn ich kann ja jetzt erstmal kurz erwähnen, denn ich habe am Montag schon, am Montag habe ich ja schon erwähnt, dass ich am Samstag, also diesen Samstag, bei der lieben Salxi zu Gast bin, weil sie hat am Sonntag Geburtstag und sie feiert von Samstag auf Sonntag in den Geburtstag rein und am Samstag macht sie so eine kleine Quizshow und ja, da wollte ich euch nochmal das zeigen. Ich habe es auch zwar schon auf Twitter geretweetet, aber auf Twitter retweete ich auch so viele Hololive-Fanarts, dass das vielleicht die meisten nicht gesehen haben. Deswegen wollte ich das nochmal. Jetzt muss ich halt nur. Ich könnte auch einfach Salxi in der Suchtaste eingeben, aber ich scroll einfach runter, bis ich einen Tweet von ihr sehe. da. Da haben wir die liebe Salxi. Könnt ihr gerne mal ein Follow da lassen bei der lieben Salxi auf Twitter und auf Twitch. Und genau, hier, da ist ihr Geburtstagsstream. Von 18 bis 19 Uhr macht sie Just Chatting.
am Samstag, den 6.1., das ist dieses Wochenende. Und von 19 bis 22 Uhr bin ich mit drei weiteren Gästen in einem Anime-Quiz. Und danach, ab 22 Uhr bis Open End, ist dann eine VTuber-Tierlist. Genau. Und ich bin gespannt auf das Quiz. Ich habe schon ein bisschen, sie hat ja schon vorher ein Anime-Quiz mal gemacht. Und da habe ich mir so die Fragen, also die Quizfragen angeguckt, was es da für welche gab. Also es gibt so verschiedene Kategorien. Ich glaube, vier oder fünf Kategorien gab es. Und sie meinte zwar, es könnte sein, dass andere Kategorien kommen. Deswegen bin ich gespannt, was wir für welche kriegen. Ich hoffe, coole. Und ja, ich freue mich schon extrem. Das ist, wie gesagt, um 19 Uhr beginnt es bis so ungefähr 22 Uhr. Je schnell wir durch sind. Und ja, ich bin auch gespannt, wie die anderen Gäste sein werden. Ich kenne keine von den anderen Gästen außer Salxi. Deswegen bin ich auch etwas nervös, aber ich denke, es sind alles coole Personen und ich freue mich extrem. Genau, und am Sonntag macht sie dann auch wieder ein bisschen Streaming von 9 bis 10 Uhr Just Chatting, von 10 bis 11 Awkward, keine Ahnung, was das genau ist, aber das sieht man ja dann, wenn man zuguckt. Von 11 bis 13 Com Games plus Verlosung, also Games mit Community. Und von 13 bis 14 Uhr Kreativwettbewerb, Auflösung. Sie hat ja nämlich so Kreativwettbewerb und da wird sie wahrscheinlich auflösen, wer gewonnen hat. Und 14 bis Open End ist dann Verlosung. Genau. Das wollte ich noch Bescheid sagen. Ich werde auch das nochmal am Freitag nach dem Persona 5 Royal Stream nochmal am Ende erwähnen, dass ich dann am Samstag bei der Salxi auf ihrem Channel zu Besuch bin von 19 bis 22 Uhr, falls die Leute, die das hier sehen, nicht sehen sollten. Ja, darauf freue ich mich. Und wie gesagt, Freitag Persona 5 Royal. Da spielen wir auf jeden Fall dann Freitag weiter. Darauf freue ich mich auch. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß gar nicht, ob wir im Dungeon waren oder ob wir irgendwo außerhalb waren. Also das sehen wir ja dann Freitag. Und ja, genau. Nächste Woche kommt Montag wieder JetForce Gemini. Weil nächste Woche Mittwoch bin ich dann bei Miau zu Gast, beziehungsweise ich stream auch selbst, aber wir machen so eine Collab und Miau, was kann ich auch gerade mal kurz zeigen, die ist gerade auch live. Ich gehe mal auf Twitter, zeige ich euch das, weil die gerade auch live ist und die spielen gerade Leaf Company. Und wir spielen auch dann Leaf Company nächste Woche Mittwoch. Ich weiß gerade gar nicht mit wie vielen Leuten, das sind aber glaube ich mit mir auch so sechs Leute. Und darauf freue ich mich auch schon. Genau, hier. Da hat sie noch das noch nicht. Aber hier hat sie. Sie ne spielt nämlich heute Leaf Company Collab mit anderen. Morgen auch und Samstag auch. Aber nächste Woche Mittwoch bin ich dabei bei der Leaf Company Collab, weil sie hat verschiedene Leute gefragt, ob die Bock hätten, mit ihr eine Collab zu machen. Und da hat sie dann einige Anfragen bekommen und dann hat sie so ein paar Gruppen gemacht. Und ich bin dann nächste Woche Mittwoch bei ihrer Collab dabei. Darauf freue ich mich auch schon. Beginnt auch um 18 Uhr. Bis, glaube ich, so 22 Uhr. Je wie viel Lust wir haben, könnte es sein, dass wir vielleicht dann früher enden oder später, aber so bis maximal 22 Uhr. Und darauf freue ich mich auch schon. Leaf Company habe ich recht wenig gespielt, meistens mit zwei guten Freunden von mir. Und ja, da bin ich gespannt, wie das mit anderen mal sein wird. Ob wir öfter sterben oder weniger, wobei ich das eher bezweifle. Ich werde wahrscheinlich sehr oft sterben, weil ich ja sehr gerne versuche zu looten und dann dabei drauf gehe. Und
Ich warne schon mal vor, ich merke meistens nie, wenn meine Mitglieder sterben. Erst am Ende, wenn ich merke, wenn ich mal so, keine Ahnung, nach 2 Stunden mal bei den Security Cam und da irgendwie gucke, merke ich dann, oh, warte mal, ich bin nur noch der letzte Überlebende. Irgendwie merke ich das nie, wenn ich der letzte Überlebende bin. Aber ja, vielleicht ist es hier anders, weil mehr Leute am Leben sind. Vielleicht merke ich dann eher, dass vielleicht keiner mehr am Leben ist. Das sehen wir ja dann. Aber ja, darauf freue ich mich auch schon. Und ja, Freitag, Montag ist halt immer Standard. Montag ist halt Chat for Scammony. Und Freitag ist Persona 5 Royal. Ja. Und was am Wochenende, am Sonntag für eine Demo kommt, weiß ich noch nicht. Da habe ich noch keine geguckt. Ich werde aber wahrscheinlich heute oder morgen da mal gucken, ob ich irgendeine interessante Demo finde für das Wochenende. Letzten Sonntag hatten wir, wo ist denn das? Ich finde das gerade gar nicht. Warte, gucke ich mal. Moon. Also ich habe es ja gar nicht mehr. Muss ich mal kurz in den Shop gucken. Genau. Letztens hatten wir das Spiel, Moonshine. Das hatten wir gespielt letztes Wochenende. Ich habe ganze Zeit gedacht, da steht Moonshine, aber das steht Moonshine. Ich weiß nicht, warum ich ganze Zeit auf Moonshine gekommen bin. Irgendwie habe ich Shrine gelesen anstatt Shy. Aber egal. ja, habe ich auch am Ende vom Video geschrieben, dass ich mich dafür verlesen habe. Genau, und auf das Spiel freue ich mich extrem, wie das sein wird. Und anscheinend kann man auch Magier spielen, wie ich gerade gesehen habe. Genau, diese Gegend war extrem nervig, die hatten wir in der Demo auch. Diese Augen hatten wir noch nicht. Und ja, das Spiel war ziemlich cool. Kommt aber erst Winter 2024, was schade ist, aber naja. Genau, das hatten wir letzten Sonntag gespielt und was wir diesen Sonntag spielen werden, also Demo, weiß ich noch nicht. Da gucke ich mal und ja, dann verabschiede ich mich für heute. Hoffe, ihr habt einen schönen restlichen guten Abend und ja, dann sehen wir uns Freitag zu Persona 5, Samstag bei der lieben Salxi. Da werde ich nicht streamen. Ich werde nur Mittwoch halt bei der Collab streamen, aber am Samstag werde ich halt nicht streamen, weil halt Salxi ihr Geburtstag ist und da darf sie schön für sich streamen. Und ja, ich bin halt gerne auch mal einfach nur so Gast, ohne selbst zu streamen. Und ja, actually hätte die liebe Mel gesagt, dass es egal ist, ob man streamt oder nicht, dann hätte ich wahrscheinlich auch Mittwoch bei der Leaf Company nicht gespielt, gestreamt. Aber sie hat gebeten, dass man am liebsten dabei auch streamt. Aber ich denke, das könnte auch witzig sein beim Streamen. Nur, ja, ich werde wahrscheinlich dann selbst wahrscheinlich nicht so viel reden, weil bei zu vielen Menschen bin ich dann eher mehr der ruhigere. Aber mal gucken. Wenn die Gruppe lustig ist, dann werde ich auch wahrscheinlich auch ein bisschen Quatsch reden und so. Aber ich will halt auch nicht immer so nebenbei stören. Ich muss halt schauen, dass ich dann mich immer mute, wenn ich dann mit dem Chat rede oder so. Oder wenn wir tot sind, als Erster tot sind, dann kann ich eh genug reden, weil dann hört man mich eh nicht. Genau. Ein Vorteil, wenn man immer zuerst stirbt oder meistens zuerst stirbt. Man kann schön dann mit dem Chat quatschen, ohne die anderen zu nerven. Und ja, darauf freue ich mich schon. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.